Ja, jetzt kommt wieder diese kühle Jahreszeit. Oh, ne? Da traut man sich gar nicht mehr raus vor die Tür. Und dann kommen die ganzen Leckereien, die ganzen tollen Weihnachtsplätzchen und die leckeren Braten und der tolle heiße Kakao. Oh, ne? Das Schlemmen beginnt wieder und die ganze leckere Schokolade und alles. Das ist immer so eine gefährliche Zeit für uns, ne? Aber nicht, wenn man dann drin, während man sich gemütlich macht, auch zwischendurch mal ein bisschen sportlich aktiv wird. Das kann man nämlich in den eigenen vier Wänden hervorragend, vor allem mit den tollen Geräten, die wir Ihnen heute zeigen. Und ich weiß, das ist immer so, es gibt die einen, die sagen, ich bin da ja nicht so eigentlich und ich mag Sport ja auch nicht unbedingt. Das Einzige, was ich gern mal mache, ist vielleicht mal spazieren gehen. Ich gehöre ja auch zu dieser Sorte. Ich sage, so laufen, spazieren gehen, das mag ich unheimlich gerne. An die haben wir heute in dieser Sendung gedacht. Es gibt auch die anderen vielleicht unter Ihnen, die sagen, ich bin eigentlich der Typ, ich mag auch nicht so gerne Sport, aber eigentlich so im Alltag, ich fahre eigentlich ab und zu gerne Fahrrad. Auch an die haben wir gedacht, weil auch die können dann in den eigenen vier Wänden sportlich aktiv werden, können ein bisschen was für den Körper tun. Ja? Und für diejenigen, die was für den gesamten Körper tun wollen, die natürlich auch abnehmen wollen, Muskulatur aufbauen wollen, auch an die haben wir in dieser Sendung gedacht. Also für jeden ist genau das Richtige dabei. Wir haben drei tolle Produkte und alle für zu Hause, klein und kompakt, weil das ist ja das Wichtigste, die sollen ja zu Hause nicht viel Platz wegnehmen. So sieht es aus. Und liebe Zuschauer, für mich gibt es keinen größeren Traum oder nichts Schöneres als Sportgeräte zu Hause zu haben. Und gerade wenn man natürlich nicht so unbedingt die motivierteste Person ist, macht das das Ganze auch einfach viel, viel leichter und einfacher, weil man dann nicht diesen inneren großen Schweinehund erstmal besiegen muss, um da in ein Fitnessstudio zu fahren oder ähnliches. Und deshalb finde ich das einfach so grandios und toll, wenn man das Sportgerät gleich zu Hause hat, dass man dann jederzeit nutzen kann. Man muss nicht raus, man muss nicht vor die Tür, man muss nicht durchs verregnete Wetter und man kann vor allem die Kondition, die man sich über den Sommer hin antrainiert hat, mit dem Pedelec und Co. auch über die Winterzeit bewahren. Und das ist, wie ich finde, was ganz, ganz Tolles, denn Kathi hat schon gesagt, ja gerade jetzt so Spekulatius, die auf uns zukommen. Lebkuchen, Printen, Schokolade, das ist alles so, so, so lecker. Und ja, wenn man einmal anfängt, ich bin da ganz bei Ihnen, kann man auch nicht mehr aufhören. Ich verstehe das. Kathi zum Beispiel ist so jemand. Kathi kann, liebe Zuschauer, ein Stück Schokolade von einer Tafel oder auch von einem Paket nehmen, das essen und den Rest der Packung zurücklegen. Also ich persönlich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zu Hause aussieht. Wenn ich da einmal anfange, dann wird die auch zu Ende gegessen und genascht. Kathi hat da sehr, sehr viel Disziplin, aber da ist ja auch jeder anders. Naja, letztlich ist es dann doch aber so, dass man natürlich nicht nur aus figurtechnischen Aspekten etwas Sport machen sollte, sondern vor allem aus den gesundheitlichen. Warum? Denn gerade natürlich so im etwas höheren Alter merkt man einfach dann doch, ob die Personen Sport treiben oder nicht. Meine Mutter arbeitet zum Beispiel in einem Seniorenheim, wo ganz, ganz klar gesehen wird, Mensch, schau doch mal an, da ist die Oma Erna mit 85, die hat immer ein bisschen Bewegung gemacht, die ist viel, viel agiler auf den Beinen als jetzt zum Beispiel der Opa Hubert, der jetzt vielleicht erst 83 ist, der sich aber nie sportlich betätigt hat. Und man merkt das dann schon so im Gesamten, dass die Menschen einfach dann auch noch fitter im Kopf sind. Nicht nur fitter gesundheitlich, beweglich, physisch, sondern auch psychisch. Das ist nämlich der Wahnsinn. Und deshalb ist Sport einfach was ganz Tolles, um wirklich fit bis ins hohe Alter zu bleiben. Schauen Sie sich das mal an. Gerade Fahrradfahren ja ein super, super begehrtes Thema, ein super begehrter Sport, weil das Ganze super gelenkschonend ist. Weil es gelenkschonend ist, weil man vor allem jetzt auch in jedem Alter dieses Radfahren machen kann. Denn es ist ganz einfach so, und das möchte ich gleich an dieser Stelle mal ein bisschen mit auf den Weg geben. Radfahren, Fahrradfahren verbrennt natürlich einige Kalorien, aber bei weitem nicht so viele wie zum Beispiel ein ausgiebiger Jogginglauf oder ähnliches. Warum? Weil man natürlich hier sitzt und weil man jetzt nur aus der Beinkraft, aus der Hüftkraft quasi hier die Bewegung im Rad quasi antreibt. Das heißt aber auch, dass unsere Gelenke und unsere Knochen nicht unsere gesamte Traglast, unser gesamtes Körpergewicht abfedern müssen. Und dadurch ist Radfahren genauso wie Schwimmen ein sehr, sehr gelenkschonendes Training, das Sie zu Hause jetzt machen können.
Zu Hause ist das richtige Stichwort, denn das ist Ihr neuer Heimtrainer. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz, dass der auch in Ihr Zuhause passt. Denn das ist der Wahnsinn und ich finde, das ist auch das Highlight dieses Heimtrainers. Denn normalerweise, wenn man an Sportgeräte für zu Hause denkt, denkt man an so riesen Oschis, an so Kolosse, liebe Zuschauer, die man nur mit 18 jungen Männern irgendwie die Wohnung hochgeschoben bekommt, wo man drumherum putzen muss, weil das Ding einfach normalerweise so schwer ist. Hier haben wir jetzt einen Heimtrainer, der gerade einmal 16 Kilogramm liegt und der ich jetzt ganz einfach mit einer Hand, Sie haben es gesehen, hier ja, so wie zusammenfalten kann. Ne? Das ist schon alles. Jetzt braucht er nicht mehr Platz als, ich würde mal sagen, zwei Bügelbretter. Wir wollen da jetzt natürlich an dieser Stelle auch ehrlich sein. Ich meine, Sie sehen es ja jetzt auch einmal hier. Zwei Bügelbretter, die wir ungefähr jetzt hier von der Breite her haben. Da liegen wir bei knapp 35 Zentimetern. Kann man theoretisch hinter jede Tür, hinter jeden Schrank stellen. Abstellkammer, schön auch im Keller natürlich oder in so alten Räumen zum Beispiel, wo dann früher ein Kinderzimmer war, was dann heute zum Büro umfunktioniert wurde oder auch in so begehbaren Kleiderschränken, wenn Sie den Luxus haben, ist das natürlich auch ganz toll. Hier sehen wir einmal die Schraube wie so ein Scherensystem. Hier einmal die Auf- und Zuklappemöglichkeit unseres Heimtrainers und das kann ich wie gesagt mit einer Hand machen, ist wirklich überhaupt nicht aufwendig und braucht auch überhaupt keine Kraft. Ist super leicht und dadurch natürlich auch toll zu verwenden. Das möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch mal zeigen. Ich klappe den jetzt mal zusammen und nehme jetzt unseren Heimtrainer. Und ich bin eine Frau, liebe Zuschauer, und ich wiege 55 Kilo. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht gerade die Stärkste. Und ich kann den jetzt wirklich hier komplett alleine auch tragen. Und das ist dann auch noch mal so ein Merkmal, was dann einfach zeigt, dass es heutzutage nicht mehr so schwer sein muss, dass wir jetzt nicht mehr diese großen, großen Geräte zu Hause haben, die mächtig viel Platz brauchen, wenn ich das Laufband nicht umrenne. Und dass das wirklich jeder auch in der kleinsten Mietwohnung jetzt haben kann. Und deshalb ist kein Platz, keine Ausrede mehr, aber auch kein Geld. Denn, Kathi, der TV-Sonderpreis ist ja auch sensationell. Ich wollte gerade sagen, ne, das ist jetzt ein Heimtrainer, ein tolles Fahrrad für Sie für 123,41 Euro. Ja? Und wenn Sie eh sagen, oh ja, im Sommer, also das ein oder andere Mal bin ich da eh schon Fahrrad gefahren, Fahrradfahren kann ich mir gut vorstellen, ja? Dann hier zugreifen, 123,41 Euro, klein und kompakt. Jetzt nach Hause holen und wenn Sie dann vor dem Fernseher sitzen, Sie sitzen normalerweise auf Ihrer Couch, auf Ihrem Sofa, dann setzen Sie sich jetzt ab jetzt auf Ihr Fahrrad, auf Ihren Heimtrainer und bewegen sich und lassen dann ein paar Kalorien purzeln, ja, dass da Fett verbrannt wird. Gerade wenn Sie da auch länger nichts gemacht haben, wenn Sie normalerweise sagen, oh ja, ich habe da vielleicht auch ein bisschen Übergewicht, ne? Da muss man ja darauf achten, dass man da auch was macht, was wirklich auch ein bisschen gelenkschonender ist, wie Vivian gerade erklärt hat, ne? Dass man da nicht dann unbedingt laufen geht draußen oder sowas, weil das ja dann sehr auf die Gelenke geht. Ne? Da muss man darauf achten, dass man da einen gelenkschonenden Sport macht. Ne? Das ist ja dann genau das Fahrradfahren. Das ist ja dann ideal für Sie. Und für 123,41 Euro ist das dann wirklich das ideale Gerät, was Sie sich nach Hause holen müssen einfach. Und das Schöne ist, dass Sie jetzt hier wirklich auch von der Ausstattung her qualitativ genauso weit vorne liegen, wie zum Beispiel auch bei den Heimtrainern, die man jetzt in Fitnessstudios auffindet. Dafür drehe ich den mal kurz um. Ich steige mal ab, zeige Ihnen dann jetzt mal unseren Heimtrainer von der anderen Perspektive, quasi die, wo ich die ganze Zeit drauf geschaut habe. Denn da sind jetzt viele, viele Einstellungsmöglichkeiten zu finden. Zum einen haben wir hier natürlich, und darauf möchte ich gleich mal zu sprechen kommen, einen richtig schönen Sportwagen, roten, gefederten, gepolsterten Sattel, ne? Mit einer großen XXL-Sitzfläche, was natürlich auch nochmal ein Qualitätsmerkmal ist, dass man jetzt hier nicht so einen Sportsitz hat, wie von diesen Radfahrern, die da nur so groß sind, wo es dann am Popo zwickt, liebe Zuschauer. Tut ja weh, ne? Das tut weh, ne? Ja. Es ist nicht so schön. Ja, liebe Zuschauer, dann hier doch lieber so eine XXL-Sitzfläche jetzt hier, wo dann alles gepolstert ist, wo natürlich auch der Gesäßknochen dann hier nochmal optimal Unterstützung gefedert wird, was dann auch eine komfortable Fahrt ganz einfach generiert und mit sich bringt. Das jetzt zum einen. Wenn wir hier schon einmal im Bereich des Sattels sind, natürlich kann man die Sitzhöhe auf 7 verschiedenen Stufen so einstellen, wie man das gerade gerne hätte. Über die Stellschraube, die wir hier haben, auch das Prinzip kennt man von den Fitnessstudios, kann man jetzt so leicht locker drehen und dann auf die gewünschte Sitzhöhe ganz einfach positionieren und einstellen. Das ist kein Problem, ist auch super einfach gemacht, wird hier wie gesagt einfach rausgedreht, schauen Sie sich das an und dann auf die jeweilige Größe ganz einfach so zurechtgeschoben, wie man das denn dann gerne in der Sekunde hätte. Schaut dann, dass man natürlich hier das Loch wieder findet, dreht die Schraube zu und schwuppdiwupp ist der Sitz jetzt so eingestellt, wie man das gerne hätte. Das ist jetzt aber bei weitem noch nicht alles, liebe Zuschauer.
Zuschauer. Denn wir haben hier natürlich nicht nur eine optimale Sitzhöhe, die einstellbar ist, sondern selbstverständlich auch verschiedene Widerstandsstufen, die eingestellt werden können, um ganz einfach ein ganz hervorragendes Radfahrerlebnis hier natürlich auch zu generieren. Da haben wir jetzt, und das sehen Sie schön, 8 Widerstandsstufen, die einstellbar sind, über einen Drehregler stufenlos. Und so kann man natürlich den Widerstand, der dann hier in den Pedalen kommt, ganz, ganz einfach einstellen und so zum Beispiel jetzt nicht nur was für das kardiovaskuläre System machen, nicht nur etwas für das Herz-Kreislauf-System, wie man so schön sagt, sondern tatsächlich dann auch für die Muskelkraft, für die Beinmuskulatur, weil jetzt hier durch die 1,6 Kilogramm Schwungmasse, mit der wir arbeiten, und den 8 Widerstandsstufen diese Schwungmasse quasi dagegen arbeitet und wir einen Widerstand erreichen, gegen den wir fahren, mit dem wir dann letztlich unsere Muskulatur trainieren. Hier im oberen Teil befindet sich ein ganz, ganz toller, hochwertiger Trainingsboardcomputer, wo Sie dann natürlich alle Einstellungen, die Sie getroffen haben und vor allem auch alle Informationen, die Sie während des Trainings nochmal wissen wollen, jederzeit abrufen können. Sehr, sehr schön gemacht, nochmal mit so einer Ablage, das sehen Sie hier, um theoretisch das Smartphone hier reinzulegen, falls Sie jetzt YouTube-Videos schauen oder vielleicht auch Streaming-Netzwerke schauen. Das mache ich zum Beispiel immer total gerne, wenn ich Cardio-Training mache. Das mache ich für das Herz-Kreislauf-System, das mache ich für den Stoffwechsel, das mache ich aber auch einfach für meine Aktivität, für meine Fitness, liebe Zuschauer, und auch für mein Wohlbefinden, weil mich entlastet das sehr und ich genieße wirklich solche Sportarten. Vielleicht wissen Sie, dass ich ja Krafttraining und Cardiotraining mache quasi, also Ausdauertraining, und es ist wirklich was ganz Tolles. Also beim Krafttraining, wenn man dann da wirklich im Fitnessstudio steht und die Übung macht, muss man sehr, sehr konzentriert sein, damit man da keine Fehler macht und ähnliches. Hier so Fahrradfahren oder Laufen, sage ich Ihnen ehrlich, das ist für mich immer der schönste Teil des Trainings, wenn man da so ein bisschen den Kopf frei bekommt. Na, man bekommt den Kopf frei, man kann jetzt auch mal die Sorgen vom Alltag Sorgen sein lassen, man denkt da gerade in dem Moment nicht drüber nach. Ich nutze dann die Zeit auch immer sehr, sehr gerne und klebe mir jetzt mal an unsere Damen diese Kollagen-Augenpads unter die Augen. Das mache ich dann, egal wo ich bin. Ich meine, wenn man zu Hause mit so einem Heimtrainer arbeitet, umso besser. Mache ich mir immer eine schöne Gesichtsmaske drauf oder auch so Kollagen-Augenpads. Lege dann hier mein Smartphone rein und schaue dann YouTube-Videos, ne, von irgendwelchen Mädels, die mir da was erzählen, wo sie den besten Fitness-Einkauf gemacht haben, wie man sich schminkt. Ach, was es da alles gibt, liebe Zuschauer. Ich glaube, heutzutage kriegt man bei YouTube für alles eine Anleitung. Oder einfach auch so, dass man jetzt hier ein schönes Buch reinlegt zum Beispiel, das man gerne hat, wo man da mal durchblättern kann. Dass man hier das Tablet einlegt und vielleicht auch über die Streaming-Plattform einen netten Film oder eine Serie schaut und sich das dann so auch jetzt so Routine macht, ne? Dass man sagt, Mensch, ich habe Lust auf meine Serie. Die Serie, die fange ich jetzt aber speziell nur auf dem Heimtrainer anzuschauen. Und dann quasi immer eine Folgelänge wird dann jetzt hier gestrampelt und Rad gefahren. Ne? Und wenn man dann sagt, boah, das ist aber so spannend, ich will noch eine zweite gucken, disziplinieren Sie sich da selbst und sagen Sie, okay, aber nur auf dem Rad. Und da kommt man wirklich auch zu spannenden, liebe Zuschauer, XXL-Fahrten auf Ihrem Heimtrainer, weil die Serie dann so spannend ist. Über Mode sehen wir jetzt auch noch, welche Geschwindigkeit wir beim Radfahren erreichen. Welche Zeit wir nutzen, liebe Zuschauer, beziehungsweise welche Zeit wir denn jetzt unterwegs sind. Und, liebe Zuschauer, wenn wir weiter auf das Menüfeld gehen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier sehen. Da ja. Sehen wir es jetzt, liebe Zuschauer. Wie viele Kalorien wir zum Beispiel verbraucht haben, welche Distanz wir zurückgelegt haben, das kann ich alles über Mode dann einfach in dem Trainingscomputer immer und immer wieder von Einstellung zu Einstellung mir dann auch anzeigen lassen. Also super einfach gemacht. Und hier natürlich schöne schaumierte Griffe, wo man sich abstützen kann, wo man jetzt aber auch natürlich gerne mal sagen kann, Mensch, ich lehne mich zum Beispiel daran. Ich sage Ihnen, beim Radfahren, wenn man das länger macht als 10 Minuten, kommt man da auf die wildesten Ideen. Ist bei mir auch so. Ich fange mal ganz normal an, setze mich quasi auf das Fahrrad drauf, liebe Zuschauer, und fange erstmal so meine Trainingseinheit an. So beginnt das Ganze dann noch human. Nach den ersten 5 Minuten denke ich mir dann, ach Mensch, oh ja, so langsam. Dann lehne ich mich nach vorne, dann geht man mal was in die Knie, dann geht man mal was hoch, dann fängt man an wie eine Ballerina darauf zu tanzen. Und da ist das natürlich toll, dass man hier die Griffe hat, wo man sich zum einen natürlich hier abstoßen kann, wo man sich aber auch ablehnen kann und wo man einfach das Gefühl der Sicherheit hat und was dann hier natürlich auch super komfortabel zu den Händen ist, aufgrund dieses Schaumstoffringes, den wir jetzt um diese Halterung haben. Es ist wirklich ein fantastischer Heimtrainer und ich möchte ihn nochmal zusammenklappen, ich möchte Ihnen nochmal zeigen, dass er auch wirklich in Ihre Wohnung passt, denn das ist einfach das Tolle. Ich habe zu Hause selbst auch einen Heimtrainer, leider nicht so ein kompaktes Modell. Der wiegt, ich glaube, 160 Kilo, der wurde tatsächlich mit 4 Personen in mein Elternhaus gebracht.
ist seitdem auf ein und derselben Stelle, weil den keiner mehr verrücken kann, weil der so schwierig und so schwer ist. Und das ist natürlich dann auch nervig. Hier, liebe Zuschauer, zack, zack, ganz einfach einmal zusammengeklappt, kann sich jetzt jeder vom finanziellen Aspekt her leisten und vor allem auch jeder in der kleinsten Mietwohnung, wenn er denn dann möchte, nutzen. Und ganz wichtig ist, dass egal für welche Sportgerät Sie sich an dieser Stelle hier in dieser Sendung entscheiden, Sie alles richtig gemacht haben, weil Sie Ihrem Körper was Gutes tun. Und klar, man wird immer gefragt oder mich fragen auch ganz viele Leute, Vivian, was ist denn deine Motivation, jeden Tag Sport zu machen? Die Gesundheit, liebe Zuschauer. Und leider wird uns das erst viel zu selten oder viel zu spät bewusst meist, wie kostbar die Gesundheit ist. Und wenn man die jetzt hier mit einer kleinen Zeitspanne und einem ganz kleinen Preis einfach aufrechterhalten kann, dann sollte man das wirklich machen. Für 123,41 Euro. Ja, Ihr eigener Heimtrainer zu Hause, gemütlich vor den Fernseher stellen und jeden Tag dann ein bisschen was tun, einfach ein bisschen radeln zwischendurch, das reicht ja schon. Ja? Einfach sich bewusst machen, ja, ich muss was machen. Sie machen es dann. Sie machen es jetzt. Sie machen jetzt diesen ersten Schritt. Rangehen ans Telefon, die Bestellnummer, die NX 72 52 und die 569 für 123,41 Euro. Der wird dann innerhalb von 2 bis 3 Tagen zu Ihnen nach Hause geliefert. Und dann können Sie loslegen mit diesem ersten Schritt in ein gesünderes Leben. Und das wird Ihnen viel Spaß machen. Und egal, wie kalt das draußen ist, egal, wie das Wetter ist, ne, Sie sitzen dann auf Ihrem kleinen Heimtrainerchen, schauen schön Fernsehen, schauen eine Serie und können sich da ein bisschen bewegen. Und für diejenigen unter Ihnen, denen es auch dann so ein bisschen so geht wie mir, dass sie sagen, ach ja, ne, eigentlich so im Sommer, wenn das Wetter auch draußen schön war, gerade mit dem Partner, der Partnerin, spazieren gehen. Ja, das mache ich eigentlich ganz gerne. So ab und zu auch abends. Mal einen schönen Spaziergang noch oder ach, eigentlich erledige ich dann das eine oder andere doch dann mal gerne zu Fuß. Ja, das mache ich eigentlich schon, weil das liegt mir. Ja, und das könnte ich mir auch gut zu Hause vorstellen, eigentlich so für meine alltägliche Bewegung. Ja, das ein oder andere dann mal so an Bewegung zusätzlich, vielleicht mal so Nordic Walking. Ja, aber draußen ist das Wetter ja auch immer so schlecht. Das ist Ihre Ausrede. Das zählt ab jetzt nicht mehr, wenn Sie sich dieses Laufband nach Hause holen. Und ich reihe mich da auch zu Kathi und Ihnen ein, wenn Sie sagen, Laufen ist mir das Liebste. Ich mache das tatsächlich auch. Radfahren finde ich ist immer super, finde ich ist total cool und auch total entspannend. Aber es gibt einfach die und die Typen. Ne? Es gibt halt diese Cycling-Kurse zum Beispiel auch, wo dann alle sonntags mal richtig im Vollgas geben auf den Fahrrädern. Das war jetzt irgendwie nie ein Kurs, der mich wirklich angesprochen hat. Aber der eine so, der andere so. Wo die einen gerne spazieren gehen, holen die anderen gerne die Fahrräder raus und fahren gerne eine Fahrradtour. Also es ist einfach eine persönliche Geschmackssache. Letztlich ist es aber so, dass wir Ihnen schon das Fahrrad vorgestellt haben und dass wir natürlich auch unseren passionierten Hobby-Marathonläufern hier das Trainingsgerät für zu Hause nicht vorenthalten wollen. Und da kommen wir zu einem Laufband, das auch Sie jetzt jederzeit in jeder kleinsten Mietwohnung nutzen können, weil es auch hier wieder zusammenklappbar und super, super klein verstaubar ist. Jetzt gerade für Sie mal im zusammengeklappten Modus, liebe Zuschauer, ich muss das Ganze jetzt mal hier kurz so zur Seite drehen, ohne mein Getränk umzuwerfen. Auch hier liegen wir bei einer Breite, liebe Zuschauer, sagen wir mal 1,5 Hügelbretter. Da sind wir jetzt bei dem Fahrrad bei knapp 35, 36 Zentimetern Breite gewesen. Hier sind wir bei knapp 28 bis 30 Zentimeter, also dann sogar noch ein bisschen schmaler. Kann man jetzt hervorragend mal hinter den Schrank schieben, denn genau das ist das Stichwort, weil wir jetzt unten auch noch Räder haben. Vielleicht haben Sie das schon gesehen, diese kleinen Rollfüßchen, die wir haben, die man nutzen kann, indem man jetzt hier natürlich das Laufband einmal absinkt und dann ganz einfach in die gewünschte Position bringt, wo man es denn dann gerne hätte. Naja, letztlich, liebe Zuschauer, so viel zum Thema Verstauen. Was aber natürlich wichtig ist, ist jetzt hier die Nutzungsmöglichkeit dieses Laufbandes. Und deshalb sollte man das natürlich nicht in der Ecke stehen lassen, sondern nach Belieben hier die Lauffläche ganz einfach runterklappen. Schwuppdiwupp, das ist binnen Sekunden getan, sich draufstellen und jetzt mal ordentlich losmarschieren. Und das, finde ich, ist jetzt wirklich ganz, ganz toll bei diesem Laufband hier gemacht. Um das Thema Sicherheit an dieser Stelle noch mal kurz aufzugreifen. Denn das ist ganz, ganz wichtig und das wird natürlich auch hier bei Pearl TV für Sie groß geschrieben. Wir haben jetzt hier eine Verbindung für Sie mit Ihrem Laufband.
Diese Verbindung wird nicht nur die Vorliebe zum Schlemmen sein oder, liebe Zuschauer, vor allem auch die Erfolge, die Sie machen, sondern ist hier in Form eines roten magnetischen Notstopps ganz einfach gekennzeichnet, der Sie jetzt tatsächlich mit Ihrem Laufband verbindet. Denn es ist ja so, dass beim Laufen mal die willkürlichsten Dinge passieren können, dass man mal sagt, Mensch, jetzt habe ich vergessen, der Telefonhörer klingelt, ich muss jetzt mal schnell los. Ja, da will man ganz, ganz schnell natürlich vom Laufband runter und dafür eignet sich dann der Notstopp natürlich auch für Situationen, falls man mal außer Puste sein sollte, falls jetzt mal, was weiß ich, in der Küche das Essen anbrennt oder ähnliches, dass man hier dann immer ganz schnell vom Laufband quasi verschwinden kann. Das heißt, magnetischer Notstopp, Magnet, liebe Zuschauer, hier auf dem Display unseres Laufbands, zack, mit dem Magneten einmal befestigt, auf der anderen Seite so ein kleiner Clip, den ich jetzt hier an meinem Oberteil trage, um mich mit dem Laufband zu verbinden. Jetzt geht's auch schon los, indem ich die Start-Taste hier drücke und der Countdown runterläuft. 3, 2, 1 und los geht's mit moderaten 1 km/h Geschwindigkeit. Sie sehen, die Lauffläche bewegt sich jetzt langsam. Ich konnte mich darauf einstellen, aufgrund des Countdowns 3, 2, 1, wann das Training losgeht und starte jetzt nicht mit einem Sprint, sondern mit 1 km/h Geschwindigkeit kann ich Ihnen gerne demonstrieren. Das ist eine ganz, ganz langsame, gemütliche Geschwindigkeit. Und letztlich können Sie jetzt hier in 0,1 km/h Schritten Ihre individuelle Wohlfühllauf- oder auch Gehgeschwindigkeit einstellen. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal an, was wir hier für eine erstklassige, hochqualitative Lauffläche haben. Es ist was ganz, ganz Tolles, ganz Besonderes und macht dieses Training auf dem Laufband auch wieder sehr gelenkschonend und vor allem für jeden möglich. Denn schauen wir uns jetzt mal von der Seite die Abrollbewegung meines Fußes an, sehen wir, dass die Abrollbewegung hier optimal unterstützt wird. Und das dank der schwingungsdämpfenden Anti-Rutsch-Lauffläche. Schwingungsdämpfend heißt, mein Gewicht, liebe Zuschauer, das wird hier jetzt nochmal schön gedämpft von dieser Lauffläche. Und Anti-Rutsch heißt, dank so ganz kleiner, feiner Noppen kann man jetzt hier auch keineswegs den falschen Weg gehen, weil man immer, liebe Zuschauer, auch mit günstigen Sportschuhen oder auch ohne Sportschuhen, nur auf Socken zum Beispiel, immer sicher geht. So, jetzt haben wir hier eine schöne große Lauffläche von knapp 1 Meter Länge. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Qualitätsmerkmal. Ich gehe jetzt gerade mal seitlich, das können Sie ja machen, wenn Sie wünschen, ein bisschen den Popo hier zu trainieren. Sie können geradeaus gehen, man könnte rückwärts gehen. Das lassen wir jetzt mal besser, bevor ich gleich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer liege. Und sobald jetzt hier die Verbindung zwischen dem Laufband und mir, warum auch immer, gekappt wird, stoppt die Lauffläche vollautomatisch. Haben Sie das gesehen? Sonst mache ich es nochmal für Sie. Achtung, ich zeige es Ihnen nochmal. Zack, Verbindung. Schwuppdiwupp, liebe Zuschauer, wird jetzt hier die Verbindung getrennt, wird auch die Lauffläche dann hier sofort und vollautomatisch gestoppt. Das ist doch wirklich ein Laufband, Kathi. Damit freundet man sich an. Sowas will man doch zu Hause haben. Ist das toll? Für 208,91 Euro. Es ist eine super Qualität. Es ist perfekt zum langsamen Beginnen, zum Einstieg in das Laufen. Ganz langsam natürlich, wenn Sie da wieder einfach ein bisschen Bewegung haben wollen, wenn Sie sagen, ja, ein bisschen spazieren, wenn Sie da auch ja, einfach vom Arzt vielleicht gesagt bekommen haben, ich muss wieder was tun, der Arzt hat Ihnen das aufgetragen, bewegen Sie sich ein bisschen. Ja, hier, das kleine, kompakte Modell, Sie sehen es nochmal, dieses Zusammenklappen, ja, wir können es Ihnen auch gleich nochmal zeigen, das geht so einfach, ja, hochklappen, eine tolle, rutschfeste, gummierte Lauffläche, die Sie hier haben und dann einfach mal ein bisschen bewegen. Laufen, Nordic Walking, wenn Sie das eh im Sommer immer mit den Freunden zusammen machen, machen Sie das jetzt auch im Winter weiter, ne? Dass da gar nicht erst irgendwie, wenn Sie da jetzt schon so toll abgenommen haben, über den Sommer einen Jojo-Effekt mit dem Gewicht auftritt, ja? Einfach toll weitermachen, schauen Sie, ganz klein und kompakt das Ganze und Sie können sich ja auch, gerade wenn Sie da ein bisschen Unterstützung brauchen, immer an den Griffen festhalten, ja? Das ist wirklich so, gerade auch etwas ältere Menschen, das ist dann auch so, vielleicht auch wenn Sie da aus einer OP oder sowas kommen, aus der Reha kommen und die Ärzte gesagt haben, ja, aber zu Hause bitte weiterhin bewegen. Man möchte da nicht rausgehen und draußen dann jetzt, wenn es dann auch rutschig wird, dann Spaziergänge machen. Da können Sie auf diesem Laufband sich wunderbar festhalten und sich weiter bewegen. Das ist doch hier das Schöne. Schauen Sie sich das an, wie toll das ist. Vivian hat es hier nochmal für Sie geklappt. Ganz kleine, kompakte Maße, die wir hier haben.
ideal. Und für den Preis von 208,91 Euro kommt das Ganze auch noch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Innerhalb von 2 bis 3 Werktagen. Hier, ganz kleines Gewicht mit einer Hand aufgeklappt. Haben Sie das gesehen? Das ist es doch für 208,91 Euro. Genau sowas möchte man, muss man zu Hause haben. Muss man haben, liebe Zuschauer, gerade zu diesem Preis. Wie gesagt, für jede kleinste Mietwohnung jetzt hier die Möglichkeit, ganz einfach zu trainieren. Und wussten Sie, dass man einer Alterserkrankung wie einer Demenz zum Beispiel vorbeugen kann, indem man den Blutsauerstofftransport immer schön auf Trab hält, indem man kardiovaskuläres Training macht, indem man das Herz-Kreislauf-System einfach auf Trab hält? Ja, liebe Zuschauer, die Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. Und deshalb sollten wir das Ganze auch bewahren. Und ich sehe auch immer so viel. Ich meine, Mensch, heutzutage ist es ja wirklich so, dass sehr, sehr viele Menschen, und es ist ja auch sehr schön, sich Gedanken um eine tolle Ernährung machen, um eine bewusste Ernährung, um eine gesunde Ernährung. Da wird dann vegan gegessen, vegetarisch wird gegessen, man verzichtet auf Milchprodukte oder auch Gluten, laktosefrei. Mensch, da gibt es 1000 Dinge. Und es ist ja auch schön, dass da jetzt auch dieses Bewusstsein wieder geschärft wird, etwas für die eigene Gesundheit zu tun und den eigenen Körper auch kennenzulernen. Und das kann ich Ihnen an dieser Stelle auch mit auf den Weg geben. Wenn Sie mit dem Sport anfangen, werden Sie zum einen merken, dass es Ihnen natürlich körperlich besser geht, dass es Ihnen konditionell besser geht, dass Sie jetzt nicht mehr so schnell außer Puste sind, wenn Sie zum Beispiel die Treppenstufen hochgehen zur Wohnung hin. Dass Sie merken, dass Sie mehr Selbstständigkeit erlangen, um zum Beispiel selbst einkaufen zu fahren. So Dinge, die vielleicht jetzt in dieser Sekunde noch unvorstellbar sind, weil man denkt, ich schaffe das doch nicht. Mensch, also für mich ist das wirklich so eine Katastrophe, den Wocheneinkauf zu machen. Ich brauche da immer Unterstützung aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, weil ich mir das gar nicht zutraue, die Salatköpfe, die Kartoffeln und Co. dann mitzuschleppen und mitzutragen. Ich sage Ihnen, machen Sie mal einen Monat hier ein schönes, moderates Training auf Ihrem Laufband. Sie werden merken, dass Sie fitter werden, dass Sie aktiver werden, dass Sie agiler werden und sich dann auch mal trauen, den Einkauf vielleicht so unter der Woche mal selbst zu machen. Und das ist ja das Schöne. Und es gibt einem dann auch ein gutes Gefühl. Und es ist ja nicht nur das Körperliche, sondern vor allem auch der mentale Aspekt, der dann noch dazu kommt. Wenn man einfach merkt, dass man hier nicht mehr so auf die Hilfe angewiesen ist, ist man natürlich auch freier. Man fühlt sich selbstständiger, man ist auch wieder stolz auf sich, weil man ja auch endlich wieder was macht, was man sich jetzt schon viele Jahre lang vorgenommen hat. Ne? Ist doch so, oder? Findet immer Ausreden. Dann ist es zu kalt, dann ist es zu warm, dann ist das Wochenende, ja, dann ab Montag, dann Anfang des Monats. Ich meine, jeder von uns kennt das. Wichtig ist nur, dass man sich jetzt einmal so ein bisschen in den Popo tritt. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, dass das Ganze sogar zur Freude wird. Es hört sich jetzt komisch an, was ich Ihnen sage, aber es ist wirklich so. Wenn Sie jetzt Ihren inneren Schweinehund überwinden und sich jetzt hier Ihr Sportgerät Ihrer Wahl bestellen, werden Sie merken, dass Ihnen das relativ schnell super leicht wird. Und man merkt es auch wirklich Tag für Tag, wie man dann eine Minute länger gehen kann, wie man ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf nimmt. Bis zu 12 km/h schnell können Sie hier übrigens werden. Also theoretisch wäre sogar Sprinten kein Problem. An all unsere passionierten Hobby-Marathonläufer hier. Gar kein Problem, liebe Zuschauer, können Sie im Winter hervorragend trainieren. Aber diese Herausforderungen bezüglich der Selbstdisziplin, die machen einem irgendwann Spaß. Und ich kann Ihnen da aus eigener Erfahrung ganz einfach auch ein Stück weit meine Geschichte erzählen. Da war es nämlich auch so, absoluter Sportmuffel, nie was gemacht. Ich fand es fürchterlich. Dann mit dem Sport angefangen, 2-mal die Woche, 3-mal die Woche, 4-mal die Woche. Mittlerweile sind es 7-mal die Woche, teilweise auch 2-mal am Tag. Muss natürlich nicht jeder so machen. Aber diese Selbstdisziplin, die packt einen dann schon. Man ist wieder stolz auf sich. Ne? Man hat wieder was gemacht. Und so habe ich mir zum Beispiel auch gesagt, Mensch, ich möchte jetzt aufhören zu rauchen. Und dann habe ich wirklich, und ich habe geraucht, liebe Zuschauer, wie eine Dampflok. Wirklich, die Deutsche Bahn ist nichts dagegen. Was ich geraucht habe jeden Tag, ich fand es einfach klasse. Und habe von heute auf morgen gesagt, ich höre jetzt auf. Und das war an einem Freitag. Und eigentlich dachte mein Kopf, ach ja, aber das Wochenende, komm, wir fangen besser ab Montag an. Nein, nicht das Wochenende, nicht ab Montag, jetzt. Und liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt auch sagen, Mensch, ich muss wieder was tun, dann jetzt bestellen und das Ganze nicht verschieben, weil sonst macht man es nicht. Man sucht sich selbst irgendwelche Ausreden, die einfach nicht notwendig sind. Wenn Sie heute zugreifen, kommt Ihr Laufband oder auch Ihr Schwungmasse-Heimtrainer innerhalb der nächsten 2 bis 3 Werktage.
Wissen Sie, was Sie dann machen? Sie bekommen den bis vor die Haustür geliefert, bis nach oben hin in Ihre Wohnung. Sie schieben den einfach nur in Ihre gewünschte Ecke, stecken den einmal ein, in den Strom, sagen 3, 2, 1, go und beginnen jetzt Ihr Training auf Ihrer gewünschten Lieblingsgeschwindigkeit. Vor dem Fernseher, beim Radio hören, morgens, abends, egal wann, egal wo Sie wollen. Dank der Anti-Rutsch-Lauffläche sind hier nicht mal teure Laufschuhe notwendig, weil wir ja hier das schwingungsdämpfende Material haben. Und das ist wirklich toll. Und Kathi hat es schon gesagt, hier jetzt auch mit den Haltegriffen nochmal die Möglichkeit für maximale Stabilität, wirklich, damit man auch hier bis ins hohe Alter trainieren kann. Ja, da können Sie sich sehr schön auch dran festhalten, gerade wenn Sie dann einfach nur so ein bisschen einsteigen wollen, ins Gehen, ins Laufen. Sie haben immer die komplette Sicherheit bei dem Laufband, können sich wirklich schön festhalten dann auch. Und Sie sehen ja auch immer, wie schnell Sie sind, wie viel Kalorien Sie gerade verbrauchen, welche Zeit Sie schon unterwegs sind. Und das motiviert nochmal zusätzlich, ne? Wenn man dann sieht, oh, ich habe schon so und so viel Kalorien verbraucht, ja, ich schaffe das, ne? Fangen Sie ruhig langsam an und dann immer wieder ein bisschen steigern. Und dann können Sie stolz auf sich sein. Ja, und auch wir sind dann ganz, ganz stolz auf Sie, dass Sie jetzt diesen ersten Schritt gemacht haben. Ja, bitte gleich bestellen. Sie bekommen jetzt den tollen TV-Sonderpreis von 208,91 €. Das Laufband wird, wenn Sie jetzt anrufen, unter der 0180 51 51 3x D2 innerhalb der nächsten 2 bis 3 Werktage an Sie ausgeliefert. Kommt selbstverständlich versandkostenfrei bis vor Ihre Haustür mit der Bestellnummer NC5442. Und der 569. Deshalb bitte gleich in die Leitung gehen. Der TV-Sonderpreis von 208,91 € ist ab jetzt und bis zu 2 Stunden nach dieser Sendung für Sie gültig. Das heißt dann wirklich jetzt den ersten Schritt machen, ja, damit Sie in dieses neue, in dieses motiviertere, gesündere Leben starten können. Nicht aufschieben. Vivian hat es gerade gesagt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt setzen Sie das um. Und wir sind dabei Ihnen. Wir sind stolz auf Sie. Gemeinsam schaffen wir das, ja, auf Ihrem neuen Laufband, klein und kompakt. Entweder dann ein bisschen gehen, einfach nur Nordic Walking oder dann auch mal ein bisschen joggen. Ja, das entscheiden Sie selber. Sie haben hier die Grundlage geschaffen mit Ihrer Bestellung, die Sie genau jetzt tätigen. Das heißt, jetzt anrufen und sich hier dann auch den TV-Sonderpreis sichern. Die NC5442 und die 569, die Bestellung für Sie. Ja, Fahrradfahren, Laufen oder natürlich dann auch den gesamten Körper trainieren. Das geht selbstverständlich auch, wenn Sie möchten, mit dem Vibrationstrainer. Und da hat Vivian hier das sensationellste Modell mitgebracht. Schauen Sie sich das mal an. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist natürlich auch ein Knaller. Das ist das Nonplusultra. Und an dieser Stelle, liebe Zuschauer, freuen wir uns ganz besonders, jetzt all unsere Zuschauer ansprechen zu dürfen, die sagen, Mensch, ja, ja, ihr habt ja recht. Ja, ich müsste tatsächlich wieder was machen. Aber Heimtrainer fahren oder auch Laufband laufen, das ist mir immer noch zu anstrengend, um ehrlich zu sein. Ja, wir können es verstehen. Schwitzen tut doch keiner gerne, oder? Es ist einfach nervig, es ist ärgerlich, vor allem, wenn man da einfach sagt, Mensch, nee, ich kann mich dazu nicht aufraffen. Aber das ist kein Grund, keinen Sport zu treiben. Das ist der Punkt. Sie können trotzdem sportlich aktiv und fit sein. Und das, liebe Zuschauer, jetzt innerhalb, und jetzt halten Sie sich bitte fest, von 10 Minuten von zu Hause aus, ohne eine einzelne Schweißperle hier zu verschwitzen oder auf der Stirn stehen zu haben. Ist das nicht die Sensation? Was gibt es noch für Ausreden, liebe Zuschauer? Es gibt keine mehr. Es gibt keine mehr dank des Vibrationstrainings. Und wissen Sie, was ich toll finde? Dass gerade auch unsere Vibrationstrainertechnik sich immer und immer weiter entwickelt. Und so freuen wir uns sehr, Ihnen an dieser Stelle die Markenneuheit aus diesem Jahr, das allererste Mal vorgestellt, präsentieren zu dürfen. Und das ist unser XXL-Vibrationstrainer im sportwagenroten Design, liebe Zuschauer, mit aber auch Sportwagenfähigkeiten. Man muss es wirklich so sagen, ja. Alles andere wäre gelogen. Ja. Vibrationstraining, wirklich schon seit vielen Jahren super begehrt. Kennt man zum Beispiel auch aus den Fitnessstudios, wo man dann auch 10 oder 15 Minuten mit einem Trainer dann jetzt hier zusätzlich zur normalen Mitgliedschaft für einen großen Aufpreis trainieren kann. Ja, liebe Zuschauer, das ist ein sehr gelenkschonendes, ein fantastisches Training, weil wir hier, wie Sie sehen, keine zusätzlichen Gewichte brauchen. Durch das bloße Stehen auf der Vibrationsfläche trainieren wir unseren gesamten Körper, ohne
aktiv Übungen ausführen zu müssen. Denn die Aktivität, das heißt den sportlichen Aspekt, den übernimmt für uns unsere Vibrationsplatte. Ist es nicht der Wahnsinn? Ja. Schauen Sie mal, normalerweise bin ich beim Sport und mache diese Bewegung hier. Achtung, ich fange an, wenn ich mein Bein trainiere, mit einer ganz normalen Kniebeuge. Ja, was mache ich? Das heißt, ich führe die Bewegung aus, indem ich sage, okay, alles klar, schön jetzt hier einmal in die Hockposition gehen, die Füße bleiben unten auf der Fläche und gehe dann wieder hoch. Ist natürlich anstrengend für mich, aber liebe Zuschauer, ist normalerweise Sport. Schauen Sie sich mal an, wie wir das jetzt hier machen. Hier stelle ich mich einfach nur schulterbreit in die gleiche Position, gehe leicht in die Knie, aber die Bewegung, die wird jetzt von dem Vibrationstrainer ausgeführt und nicht von mir. Und das ist das Tolle, denn durch diese Vibrationsbewegung, durch die Kippbewegung links und rechts, wird jetzt unser Körper, liebe Zuschauer, dazu aufgefordert, diese Bewegung quasi gegenzuhalten. Und das macht er über die Muskelspindel. Die Muskelspindel wird durch dieses typische, charakteristische Wackeln des Vibrationstrainers angeregt. Und dadurch kommt der Trainingseffekt. So weit, so gut, das ist die Vibrationsplatte, wie wir sie seit mehreren Jahren kennen. Was jetzt aber dieses Jahr das allererste Mal auf den Markt gekommen ist und damit eine absolute Sensation ist, liebe Zuschauer, das ist der zweite Modus, der zweite Motor, den wir jetzt hier haben. Und schauen Sie sich jetzt mal die Vibrationsbewegung an, die sich komplett geändert hat. Von dem Wackeln hoch und runter gehen wir in einen Modus von links nach rechts fahrend. Und das ist einfach Ihre Stabilität, das ist Ihre Tiefenmuskulatur, das ist die Muskulatur, die jetzt hier trainiert wird, die normalerweise Schmerzen bei uns aufruft, wenn sie denn dann fehlt. Oh, mein verspannter Rücken, mein Ziehen im Rücken, Rückenleiden ist Volkskrankheit Nummer 1. Sie müssen sich immer festhalten am Treppengeländer, wenn Sie die Treppenstufen hochgehen. Auch das liegt an einer zu wenig ausgeprägten, austrainierten Tiefenmuskulatur. Oder aber man merkt es beim Schnürsenkel zubinden. Jetzt mal ganz einfach auf einem Fuß stehen, das ist wahrscheinlich kaum möglich, oder? Ich meine, ich bin jetzt hier auf der Vibrationsplatte, da ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Aber gerade auch so ist wahrscheinlich gar nicht möglich, weil die Tiefenmuskulatur nicht ausgeprägt ist. Genau da, liebe Zuschauer, kommt jetzt hier dieser lineare Modus ins Spiel, der jetzt einfach dafür sorgt, dass diese Muskulatur, die sich hier zum Beispiel an der Wirbelsäule befindet, trainiert wird. Schauen Sie sich das gerne mal an, wie jetzt hier der Rücken dann auch in Bewegung kommt. Verzeihen Sie bitte die Sender, wie dann auch die Bandscheibe entlastet wird, wie dann auch die Gelenke trainiert werden. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und natürlich müssen Sie nicht jeweils den einen Motor und den anderen Motor 10 Minuten betreiben, sondern Sie können beide Motoren zusammenarbeiten lassen und damit ein maximal intensives Workout innerhalb von 10 Minuten dank innovativster, neuester Technik von zu Hause aus haben. Wow, schauen Sie sich das mal an. 3D das Ganze. Das ist ja der Knaller, oder? Ist das toll? Und da wird jetzt der ganze Körper trainiert, oder? Da wird der ganze Körper trainiert. Schauen Sie sich das an, liebe Zuschauer. Und das jetzt dank der horizontalen Vibration, die wir haben, und dank dieser fantastischen linearen Vibration. Das ist das, was wir im zweiten Motor gezeigt haben, die Links-Rechts-Bewegung. Jetzt können Sie das Ganze natürlich auch je nach Fitnesslevel von der Intensität her so einstellen, dass Sie zum einen Trainingseffekt haben, aber dass das Ganze auch nicht zu intensiv ist. Also ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben und vor allem auch hier passend zu Ihrem persönlichen Fitnesslevel eingestellt. Entweder über die Fernbedienung oder über das Bedienfeld unten. Und die Plus- und Minustasten, wo Sie 15 einzelne Intensitätsstufen anwählen können. Intensität heißt hier übrigens Geschwindigkeit der Kippbewegung. Denn je schneller die Kippbewegung ist, desto mehr muss unser Muskel arbeiten, desto schneller quasi hier die Kontraktion der Muskelspindel und dadurch desto größer der Trainingseffekt. Des Weiteren hier jetzt auch ein ganz tolles, großes Qualitätsmerkmal. Groß das Stichwort, die XXL-Vibrationsfläche, die wir haben, mit 81 cm in der Breite und gekennzeichnet in 3 Zonen. Zeige ich Ihnen gerne mal. Bietet jetzt auch noch mal die Möglichkeit für Sie, durch den Stand, den Sie jetzt einnehmen, zusätzliche Trainingsmöglichkeiten ganz einfach hier so, ja, mal vorzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas enger zusammenstehe, ist, glaube ich, ganz logisch und klar, dass ich in der Mitte der Vibrationsplatte die wenigste Vibration quasi abfange und dadurch natürlich ein leichtes Training habe.
gehe ich jetzt etwas nach außen in den zweiten Bereich, sehen wir gleich, dass meine Muskulatur gerade im Beinbereich dann doch etwas intensiver arbeiten muss. Und ich glaube, es ist klar, liebe Zuschauer, wie Kloßbrühe, dass wenn ich ganz an den Rand der Vibrationsfläche gehe, ich natürlich auch die maximale Vibration der Platte hier jetzt einfange und dadurch ein Wahnsinnstraining einfach habe. Das übrigens bis hoch in den Körper geht, man glaubt es kaum, aber ich ziehe mich ja nicht ohne Grund manchmal so nackig hier an, liebe Zuschauer. Schauen Sie sich das mal an. Man denkt immer, dass die Vibration wirklich nur in die Fußsohle geht oder auch in den Beinbereich. Klar, da ist natürlich Hauptaugenmerk. Hier so im Beinbereich, Po, und das ist übrigens der größte Muskel, den wir im menschlichen Körper haben. Aber auch bis hier oben hin. Und das kann man sich wirklich mal anschauen. In den Bauchbereich, liebe Zuschauer, geht die Vibration jetzt hier rein. Und dann auch hin zum Schulterbereich, wo dann wirklich der gesamte Körper durch das ledigliche 10 Minuten Stehen auf der Vibrationsplatte, und das sehen wir jetzt hier auch, trainiert wird. Und das, finde ich, ist so hervorragend. Ich kann währenddessen die ganze Zeit mit Ihnen sprechen, weil das Ganze überhaupt nicht anstrengend ist. Weil ich aber morgen auf jeden Fall merken werde, dass ich einen klitzekleinen, minimalen Muskelkater wahrscheinlich haben werde. Was Ihnen natürlich auch passieren kann. Deshalb langsam mit den Einstellungen, langsam mit den Intensitäten, oder wenn Sie sagen, traue ich mich gar nicht dran. Wir haben über Programmtaste P auch 3 voreingestellte Trainingsprogramme von Personal Trainern, ne? Weil jetzt auch viele Zuschauer gesagt haben, Mensch, ich weiß doch gar nicht, wie mache ich das denn jetzt? Fange ich da gleich auf volle Pulle an oder ich irgendwo hinten im Hinterkopf, weiß ich doch noch durch den Sportunterricht, man soll sich doch warm machen, oder? Denken Sie da nicht drüber nach, einfach über die Programmtaste P auf die Fernbedienung oder auch auf dem Bedienfeld ein vorprogrammiertes Programm auswählen und dann hier nur noch draufstellen und genießen. Expander gibt es mit dazu, liebe Zuschauer, um sich festzuhalten, um zusätzlich die Armmuskulatur noch was zu trainieren. Und es ist bitte, bitte nicht nur was für unsere lieben Herren, auch wir Damen möchten natürlich, wenn wir winken, nicht zweimal winken und deshalb auch hier schön die Arme immer zusätzlich ein bisschen mittrainieren. Und sowas jetzt für zu Hause, für so kleines Geld, ein Trainingsgerät für die Gesellschaft. Die gesamte Familie ist doch wirklich ein Traum. Für die ganze Familie, um ihre Wünsche und ihre Ziele zu erreichen. 237,41 €, die allerneueste Technik. Ja, und so einfach kann man hier seinen Traumkörper erreichen. Es war noch nie einfacher als mit dieser Vibrationsplatte. Dank dieser 2-Motoren-Technik, dank dieser 3D-Vibration, 10 Minuten Training pro Tag. Einfach draufstellen, die Bestellnummer für Sie, die NX 5957 und die 569. Bitte denken Sie daran, der TV-Sonderpreis von 237,41 € ist jetzt für Sie gültig. Jetzt und bis zu 2 Stunden nach dieser Sendung. Deshalb gleich zugreifen und bestellen. Der kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause mit dem gesamten Zubehör. Mit dem gesamten Zubehör, liebe Zuschauer, haben Sie jetzt hier einmal die Grundausstattung. Und selbstverständlich kann man verschiedene Dinge noch machen. Ich kann mich jetzt hier mal auf die Zehenspitzen stellen, um auch noch meine Waden ein bisschen zu trainieren. Ich kann jetzt etwas tiefer in die Hocke gehen, um einfach die Intensität mehr auf Bauch, Beine, Po zu verlagern. Sie kriegen aber natürlich eine Anleitung mit den jeweiligen Übungsmöglichkeiten noch mal mit dazu geschickt. Das sind immer kleine Fotos, kleine Bildchen, die das Ganze dann auch veranschaulichen. Und natürlich ein Text, der dann noch mal die Ausführung der Übung ganz genau erklärt. Ansonsten dürfen Sie natürlich jederzeit mir auf den sozialen Netzwerken schreiben. Ich helfe Ihnen da immer gerne und bin dann natürlich auch gerne bereit, mir anzuhören, was Sie jetzt so für Ziele haben. Oder Sie schreiben uns gerne an redaktion@pearl.tv und können uns natürlich auch gerne vorher, nachher Fotos oder Videos ganz einfach mal zukommen lassen und uns dann auch wissen lassen, ob man diese denn dann hier in unseren Sendungen zeigen darf oder vielleicht auch nicht. Damit wir einfach auch sehen, was sie für Erfolge gemacht haben. Denn mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass man sich persönlich natürlich auch ein Ziel setzen muss. Ne? Ja. Und es ist einfach das Wichtigste. Wie bleibt man motiviert? Wie bleibt man am Ball, immer etwas zu tun? Indem man ganz einfach selbstdiszipliniert ist und sein Ziel immer vor Augen hat. Und das Ziel, liebe Zuschauer, das sollte ganz klar abgesteckt werden. Das Ziel kann sein, entweder endlich wieder alleine einkaufen gehen zu können. Endlich wieder in die geliebte Hose, in das geliebte T-Shirt zu passen. Endlich wieder dem Partner oder der Partnerin zu gefallen. Denn vielleicht auch das ein großer Punkt, großes Streitthema, das man vielleicht dann auch innerhalb der Ehe oder innerhalb der Partnerschaft hat. Gerade so über die Jahre und über die Zeit wird man ja dann auch gemütlich, egal ob Mann oder Frau, und lässt sich dann vielleicht auch ein Stück weit gehen, ne?
Und dann schlemmt man ein bisschen mehr, schwuppdiwupp hat man mal 5 oder 10 Kilo mehr drauf. Und ja, dann ärgert sich vielleicht der Partner oder die Partnerin, dann wird Eifersucht vielleicht auch ein Thema in der Beziehung oder in der Ehe, wenn man sich selbst dann auch nicht mehr wohlfühlt. Ne? Und das ist auch ein Punkt. Wie entsteht denn Eifersucht? Durch Selbstunzufriedenheit, liebe Zuschauer. Nur wenn man mit sich selbst unzufrieden ist, dann schaut man neidisch auf andere, weil die vielleicht das erreicht haben oder das haben, was man sich selber wünscht. Aber sie sind doch ihr eigener Glückesschmied, wenn man das so sagen kann. Sie sind doch für sich verantwortlich. Sie bestimmen ihre Gesundheit darüber, wie sie sich ernähren, ob sie jetzt Sport machen oder nicht. Und sie bestimmen damit natürlich auch, wie sie aussehen zum Beispiel. Und ich kann Ihnen versprechen, jetzt mit 10 Minuten pro Tag, das muss man sich mal vorstellen, endlich wieder in 2 oder 3 Wochen in den Spiegel zu schauen und endlich mal wieder Resultate zu sehen. Bei den Damen zu sehen, dass das Gewebe an den Oberschenkeln endlich mal wieder ein bisschen straffer wird. Dass die Lieblingshose, das Lieblings-T-Shirt endlich wieder passt. Das ist ein tolles Gefühl, kann ich Ihnen sagen. Vielleicht dann auch mal Fotos zu machen, einen Monat oder 2 Monate später zu sehen, was man eigentlich für eine Veränderung gemacht hat. Zum einen körperlich, durch das Training, zum anderen natürlich aber auch mental, weil man sich wieder wohlfühlt in seiner Haut. Weil man natürlich die Kraft, die man durch das Training gewinnt, dann auch natürlich mental wieder umsetzt. Man ist über den eigenen Schweinehund quasi übergesprungen, man hat ihn endlich besiegt, man hat wieder ein bisschen Selbstdisziplin, man hat wieder was getan für seinen Körper, für seine Gesundheit. Und das werden Sie zu schätzen wissen und Wertschätzung natürlich auch in Beziehungen ein ganz großer Punkt. Das heißt also auch gerade in einer Partnerschaft, wo man jetzt vielleicht schon das ein oder andere Mal gesagt hat, hey Mensch, bitte mal wieder was machen, komm 1 oder 2 Kilo können doch runter. Warum denn nicht hier gemeinsam mit dem Vibrationstraining? Entweder gemeinsam oder Sie sagen, nee, Partner oder Partnerin sollen das gar nicht mitbekommen. Ich mache das still und heimlich für mich im Schlafzimmer. Ich schiebe den Vibrationstrainer unters Bett. Hol den raus, wenn Partner oder Partnerin weg sind, trainiere da meine 10 Minuten drauf und was meinen die? Ja, was meinen Sie, was denn da nach 1 oder 2 Wochen für Erfolge kommen werden? Wenn Sie dann auf einmal plötzlich darauf angesprochen werden, welche Hollywood-Diät Sie denn gemacht haben, wie viele Stunden Sie sich denn im Fitnessstudio quälen und Sie sagen, keine einzige, liebe Zuschauer, Ihr Erfolgsrezept, das sind 10 Minuten Vibrationstraining pro Tag und Sie haben es endlich geschafft, Sie dürfen unfassbar stolz auf sich sein, denn Sie haben den ersten Schritt mit dieser Bestellung in dieser Sendung für Ihr Sportgerät Ihrer Wahl gemacht. Der Vibrationstrainer mit der Bestellnummer NX5957 und der 569, da bitte jetzt auch in die Leitung gehen, weil der TV-Sonderpreis ist jetzt für Sie gültig, dass Sie den dann auch sofort versandkostenfrei nach Hause geschickt bekommen und hier mit Ihrem Training loslegen können, mit diesem Weg natürlich zu Ihrer Verwirklichung von Ihren Zielen loslegen können. Ja, egal wie Sie sich entschieden haben in dieser Sendung, Sie haben sich richtig entschieden, Sie haben den ersten Schritt gemacht. Und darauf kommt es natürlich an, ja. Natürlich, es gibt unterschiedliche Menschen. Ne? Manche fahren gern Fahrrad, manche laufen gerne, manche möchten mit dem Vibrationstrainer trainieren. Und wir haben hier alle 3 Möglichkeiten. Wenn Sie sagen, Fahrradfahren, natürlich auf dem Heimtrainer ist das möglich. Und ich bin ja hier auch schon so ein bisschen fleißig. Der ist natürlich klein und kompakt und für 123,41 € super preisgünstig mit der NX7252 und der 569 jetzt zu bestellen. Tja, liebe Zuschauer, Kathi fährt gerade die Tour de France und wann fahren Sie Ihre erste Tour? Jetzt bitte bestellen, damit Sie sich Ihren Heimtrainer ganz einfach sichern können, der gerade mal so viel Platz braucht wie 2 Bügelbretter, weil der zusammenklappbar ist. Der ist kompakt, der ist komplett wirklich geräuscharm. Dank der Schwungmasse 1,6 Kilogramm, dank natürlich auch des magnetischen Bremssystems ein absoluter Traum und hochwertigen Bordcomputer. 123,41 €, jetzt Ihr TV-Sonderpreis. Einfach anrufen unter der 0180 51 51 dreimal die 2. Oder wenn Sie sagen, oh nö, wenn, dann ist eher Nordic Walking oder Laufen das, was ich gerne mache. Kein Problem, das Laufband, das in Ihre Wohnung passt, das haben wir hier für Sie. Ja, mag man gar nicht glauben, oder? Ein Laufband, das in die kleinste Wohnung passt, klappt, liebe Zuschauer, dank der Klappbarkeit. Och, das war aber ein Wortspiel. Schauen Sie sich das an. Schwuppdiwupp kann ich jetzt hier die Lauffläche unseres Laufbandes super schnell hochklappen und jetzt hier tatsächlich hinter jedem Schrank oder jeder Türe verstauen. Bis zu 12 km/h schnell mit wunderbaren, hier auch schon mierten Griffen, liebe Zuschauer, dank des magnetischen Notstopps und der Anti-Rutschlauffläche super sicher und das heute auch zu einem Spitzenpreis. Fantastisch, um das Herz-Kreislauf-System wieder auf Schwung zu bringen. 208,91 €, auch das kommt versandkostenfrei, wenn Sie jetzt gleich bestellen.
unter der 0180 51 51 3x die 2. Ihre Bestellnummer hier, die NC 54 42 und die 569. Und dann kann es losgehen mit dem Nordic Walking, mit dem Spazieren oder dann auch mal mit dem richtigen Joggen. Alles auf dieser hochwertigen Lauffläche. Klein verstaut ist es ja immer schnell. Oder Sie sagen natürlich, oh, wenn schon, denn schon, dann soll richtig trainiert werden mit einem Vibrationstrainer der Spitzenklasse. Da haben wir hier die allerneueste Technik für Sie. Allerneueste Technik heißt nicht nur klassische Vibration hoch und runter, sondern auch der lineare Modus, der dafür sorgt, dass jetzt hier die Tiefenmuskulatur, die um die Bandscheiben, um die Gelenke liegt, einfach stabilisiert und trainiert wird. XXL Vibrationsfläche mit Expander, mit Fernbedienung, mit vorinstallierten Programmen von den Profis haben Sie hier alles richtig gemacht und können Ihren Traumkörper und Ihren traumkörperlichen, aber auch mentalen Zustand mit 10 Minuten Training pro Tag vollkommen jetzt hier dank der kombinierten Vibrationen erreichen. Und das ist wirklich, der liebe Zuschauer, der einfachste Schritt, den inneren Schweinehund zu überwinden. So einfach, so zeitsparend und so günstig war es wirklich noch nie. Das müssen wir an dieser Stelle hier auch nochmal betonen. 237,41 Euro für diesen Vibrationstrainer. Das ist der Wahnsinn. Also bitte hier auch schnell zugreifen. Auch hier versandkostenfrei das Ganze innerhalb von 2 bis 3 Tagen bei Ihnen zu Hause. Die Bestellnummer, die NX 59 57 und die 569. Und dann kann es losgehen mit der Verwirklichung Ihres Traums von einem tollen Körper. Und Sie werden so stolz auf sich sein, wenn Sie da die ersten Ziele erreichen, wenn die ersten Kilos purzeln, wenn Sie zum ersten Mal angesprochen werden. Oh, was ist denn mit dir passiert? Du siehst ja so toll aus. Du strahlst ja so. Oh, hast du abgenommen? Das sieht ja genial aus. Was hast du denn gemacht? Ne, dann werden Sie fast platzen vor Glück. Ja, und das geht richtig schnell mit dem Vibrationstrainer. Also entscheiden Sie sich und dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Erfolg auf Ihrem Weg.